Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel hier in der Voith Arena gegen Darmstadt 98. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Cheftrainer von Darmstadt 98, Thorsten Lieberknecht, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Herrn Lieberknecht gebührt als Gast das erste Wort, das Fazit zum Spiel, bitte. Ja, hallo zusammen. Erstmal Glückwunsch an Frank und an Heidenheim zum Sieg. Ich glaube, wir haben ein Spiel gesehen, wo beide Mannschaften Torchancen sich erspielt haben, beziehungsweise wo Torchancen da waren. Ich denke, wir hatten gut begonnen, haben dort schon die ersten zwei Abschlüsse gehabt. Dann gab es die Elfmetersituation, den glücklichen Moment für uns. Danach haben wir dann aus meiner Sicht dann so ein bisschen den Faden verloren, das Feld überlassen, obwohl dann auch wieder die eine oder andere Chance da war. Ich denke, Luca Pfeiffer, eine Eckballsituation. Also Chancen waren da auf beiden Seiten, Tore zu erzielen. Und letztendlich ist es dann so, in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen was umgestellt gehabt und hatten, finde ich, insgesamt dann bessere Ordnung auf dem Platz. Wir hatten einmal diese Ordnung nicht aufrechterhalten. Das war dann beim 2:1 Gegentor. Wo wir auf verschiedenen Positionen spekulieren und dann das Endprodukt ist dann das 2:1 und aus Sicht natürlich der Heidenheimer dann der Siegtreffer, aus unserer Sicht dann natürlich das Ergebnis, was wir uns hier definitiv nicht gewünscht haben, sondern wir wollten hier auch auswärts mal den Dreier holen. Ich glaube, ein Unentschieden wäre auch okay gewesen, aber so ist es eben. Es ist diese eine Unachtsamkeit, die dann dazu geführt hat, dass wir das Spiel verloren haben. Also deswegen werden wir das aufarbeiten, werden die Szenen uns auch nochmal anschauen und dann den nächsten Versuch starten auswärts. Und das ist bei uns ein bisschen das Wellental, was wir gerade eben haben, dass wir zu Hause überzeugende Siege und Spiele einfahren und dann auswärts, auch wenn die Auftritte insgesamt ordentlich sind, aber wir bringen sie dann nicht mit dieser Überzeugung, dieser Wucht zu Ende, wie wir es dann zu Hause gemacht haben. So, und das ist die Diskrepanz, die wir momentan haben. Deswegen werden wir uns jetzt versuchen zu schütteln und das nächste Spiel dann anzugehen in Sandhausen, um dort dann den Bock mal auswärts umzustoßen, den Dreier zu holen. Für Heidenheim, Frank, natürlich alles Gute für die nächsten Spiele. Vielen Dank, Frank. Dein Fazit, bitte. Ja, erstmal danke an Thorsten für die Glückwünsche. Ich glaube, man hat gesehen am Anfang, dass wir ein bisschen was verändert haben in der Taktik, nämlich nicht unbedingt gleich mit dem hohen Anfangsdruck zu spielen, sondern ein bisschen tiefer zu stehen. Was wir vermeiden wollten, natürlich die zwei angesprochenen Szenen vom Thorsten, als Darmstadt zwei Abschlüsse gehabt hat. Aber die Entstehung zum Elfmeter, so wollten wir das machen, die Viererkette ein Stück weit rauslocken, um dann schnell in die Tiefe zu spielen, vielleicht in der Situation über die Seite auch einen Schnelligkeitsvorteil dann auch zu haben. Leider haben wir den Elfmeter dann nicht genutzt. Wir haben 2-3 Elfmeterschützen und die sollen das selber so ein bisschen auch auf dem Platz angehen. Möchte jeder schießen, vielleicht wäre es in der Situation besser gewesen, nachdem der Tim selber gefoult worden ist und vor allen Dingen, weil es so lange gedauert hat, einen anderen schießen zu lassen. Aber ja, wir haben uns nicht beeindrucken lassen, haben dann nochmal ein, zwei Phasen gehabt, wo wir Druck ausgeübt haben. Kommt es wieder zur Elfmetersituation. Tobi Mohr macht ihn dann souverän rein. Und weil ich ja in der Brikade schon gesagt habe, dass ich großen Respekt von Thorsten und seiner Mannschaft habe, das hat man heute gesehen. Warum? Unheimlich schnelles, unkompliziertes Spiel nach vorne. Sie halten die Bälle gut. Das ist viel Arbeit für eine Viererkette, für das defensive Mittelfeld. Das gelingt nicht immer, das wegzuarbeiten, aber über weite Strecken glaube ich, dass wir es dann trotzdem dann auch weggehalten haben. In der zweiten Halbzeit haben wir eine große Chance zum 2-0. Als wir uns über rechts gut durchspielen in den Rückraum, der Ball dann kommt, nachdem die Flanke nicht sauber abgewehrt worden ist und Christian Kühwetter frei zum Schuss kommt, unser 9. Pfosten- oder Lattentreffer. Ich glaube, wenn wir da das 2-0 machen, dann wird der Abend ein bisschen nicht angenehmer, auch nicht leichter, aber dann kann man das Spiel besser kontrollieren. So haben wir leider den Gegner dann eingeladen beim 1-1. So ein Ball darf und auf der Patte natürlich nicht quer spielen, über 30 Meter quer, das lernt man sehr früh in der Ausbildung, aber sei ihm zugestanden, vor allen Dingen deswegen, weil wir das Spiel hinten dann nochmal gedreht haben. Er hat zuletzt sehr stabil gespielt und man hat auch danach gesehen, kurz hat er sich geschüttelt, aber dann hat er wieder mutig nach vorne gespielt. Ja, und ich kann nur alle Hüte ziehen von meiner Mannschaft, diese Moral auch heute von der Bank wieder nochmal einen richtigen Push bringen zu können, auch Qualität zu bringen.
Wir haben uns außen dann gut verhalten am Flügel, eine perfekte Flanke von Leipi, perfektes Timing beim Bomber vorne drin, wieder von der Bank mehr oder weniger dann auch das Siegtor gemacht. Ich glaube, die Wechsel waren auch wichtig, das hat man gesehen, wir haben uns schwer getan, die Körpersprache war dann nicht mehr ganz so positiv, aber wir arbeiten halt, wir glauben an uns, jeder Sieg gibt Selbstvertrauen und natürlich kann das Spiel 1-1 ausgehen, aber ich glaube, am Ende ist auch nicht unverdient, dass wir den Siegtreffer auch machen, weil wir einfach ein paar gute Phasen im Spiel gehabt haben, wo wir schon für eine Vorentscheidung auch sorgen können, beziehungsweise früher in Führung gehen können, aber es war Schwerstarbeit bis zum Schluss gegen eine sehr gute Darmstädter Mannschaft und deswegen bin ich auch so happy, dass wir das Spiel am Ende auch gewonnen haben. Auch dir, Thorsten, natürlich mit deinen Darmstädtern alles Gute für die nächsten Spiele und dann bis zum Rückspiel. Danke, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Timo Lemme hört alle Nachrichten, bitte. Der Frank freut sich vielleicht dann, der Bomber hat sich vorhin die Glückwunsch abgeholt vom Palle, der hat sich bedankt bei ihm. Freut man sich besonders dann, wenn der Joker quasi sticht, so wie man sich das vorstellt? Freut man sich vielleicht noch ein bisschen mehr? Ja, habe ich ja gerade gesagt, Kompliment für die Einwechselspieler. Und ich glaube, das sind dann die Situationen im Teamgeist, dass da keine Spieler reinkommen, die sich fragen, warum bin ich so spät eingewechselt worden oder nicht eingewechselt worden beim letzten Spiel, sondern sie sind da, das wissen sie, das verlangen wir auch, aber das ist unsere Stärke, das ist dann auch dieser Zusammenhalt und auch die Mentalität, was diese Mannschaft hat. Sicherlich war es heute wieder so, dass ich glaube, auf beiden Seiten gab es Probleme in der Ballkontrolle, schneller Platz, immer wieder weggerutscht. Aber deswegen darf man nie aufhören und muss immer daran glauben, dass man Spiele gewinnen kann. Und dafür stehen wir, dafür steht der ganze Kader. Und das hat man diese Woche schon im Training gesehen, da war richtig Dampf drin. Da hat jeder, ich habe es im Vorfeld gesagt, sich auch zeigen wollen. Und dann weiß man, wenn man wechselt, da passiert nochmal was in der Regel. Und es war halt wieder so ein Tag und ähnlich wie gegen Dresden nach dem Ausgleich zurückgekommen, dann nochmal den Siegtreffer gemacht. Und das ist natürlich überragend, wenn man dann diese Spiele gegen die Gegner, die auch Qualität haben, dann auch gewinnt. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Ganz hinten in der Ecke, kurz Name und Medium dazu, bitte. Ja, von Darmstädter Eschwege, Herr Felber. Hallo, Herr Lieberg, möchte ich kurze Frage sagen. Also, wir haben die Auswärtsbilanz schon angesprochen. Ein Punkt jetzt aus 4 Spielen, das nächste Woche ist dann in Sandhausen. Sehen Sie auch gewisse Parallelen zu dem Spiel in Rostock vor 2 Wochen, was ja einen ähnlichen Spielverlauf und den Toren fast dieselben Minutenzahlen hatte, dass man dann kurz vor Schluss das 1-2 noch reinkriegt, obwohl man eigentlich nach dem 1-1 meiner Meinung nach dran war? Boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt so diese Parallelen jetzt kurz nach dem Spiel so ziehen kann. Fakt ist, wir sind ja dabei. Wir haben begonnen mit der Saison eben mit schwierigen Voraussetzungen. Da sind natürlich dann halt auch schon die Auswärtsspiele dabei gewesen beim KSC, wo du eigentlich, wenn du es gesund ausdrücken möchtest, eigentlich nicht wettbewerbsfähig zu dem Zeitpunkt dann halt auch war es. Also das kommt da auch noch mit hinzu. Aber letztendlich haben wir jetzt heute ein Spiel verloren und auch in Rostock ein Spiel verloren. Das ist vielleicht die Parallele, wo wir insgesamt auch so diesen Moment des Planes, den wir hatten, erst zu spät rausgeholt haben. Ich fand, wir haben in der zweiten Halbzeit dann bis auf die Chance, die Frank genannt hat, kurz nach der Halbzeit, wo das 2-0 hätte fallen können, da haben wir dann eher das gemacht, was wir eigentlich von Anfang an machen wollten. Ja, wir wollten eben nicht zu sehr in das Schlagspiel kommen, wir wollten vielmehr eben auch die flachen Lösungen suchen. Aber Frank hat es auch schon angesprochen, ich habe das auch thematisiert, auch wenn es jetzt soll keine Entschuldigung sein, aber der Platz hier hat besondere Tücken, da hast du gemerkt, die Chancen, die teilweise entstehen auf beiden Seiten, sind dann teilweise wie so Flipperbälle, die nicht kontrolliert werden können. Und deswegen ist es eine Thematik gewesen, die heute auch erschwerend hinzukam. Auf der anderen Seite freut man sich wirklich, auf so einem Platz dann spielen zu dürfen. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit war dann schon auch mehr das flache Spiel da, die Umstellung. Frank klar sagt, der Querpass darf nicht gespielt werden. Wir haben aber da eben mit der Umstellung auf diesen Querpass dann halt auch gelauert und haben dann mit Luca Pfeiffer von der 10 und von der 6 wegspielen lassen, um dort eben halt auch einen anderen Moment zu bekommen. So, und dann hast du deinen Moment gehabt und ja, das ist dann eine Unachtsamkeit, ja, von einem aber diesmal nicht von Paddy Pfeiffer selbst, der hinten in diesem Zweikampf mit Schimmer dann war. Paddy Pfeiffer, finde ich, hat bis dorthin ein herausragendes Spiel gemacht. Entscheidend ist, dass wir davor bei 2-3 Pässen einfach spekulieren und dann den großen Raum hergeben. Und diese Unachtsamkeiten,
führen eben dazu, wie heute, dass du das Spiel verlierst. Und ja, und dann aber das Entscheidende ist wieder, für dich sagst, okay, dann musst du es abhaken, musst den nächsten Versuch wieder starten. Und ich glaube, das bringt die zweite Liga mit. Du darfst eben halt auch nicht zu sehr hadern mit Niederlagen, weil du weißt, die nächste Aufgabe hat auch ihre Tücken und da musst du dich dementsprechend halt auch wieder vorbereiten. Ich glaube auch, was wir heute auch wieder erkannt haben, ich habe jetzt dem Frank ja auch zugehört, der hat seine Mannschaft auch gelobt, was den Charakter angeht und so. Ich glaube, wenn das 1-1 ausgeht, glaube ich, würde Frank die Mannschaft genauso loben, so wie ich meine Mannschaft eben die ganze Zeit auch schon lobe für ihre Stärke, wie sie sich aus dieser Situation herausgeholt hat und heute auch, ja, also gezeigt hat, dass sie ja schon will, aber eher heute spielerisch in der ersten Halbzeit nicht mit den Lösungen, die wir wollten, sondern eher in der zweiten Halbzeit. Aber ich finde auch, dass die Jungs dann halt auch sich diesen Auswärtsdreier auch verdienen, wenn sie ein Stück weit mehr noch investieren und dann auch mal wieder diesen glücklichen Moment für sich haben. Ich glaube, es gab einen Eckball, der dann irgendwie hinten von der Linie noch geköpft worden ist. Also die Chancen waren ja da. Wir waren, glaube ich, nicht chancenlos. Wir haben zwei Mannschaften gesehen, die beide auf Sieg gespielt haben. Und ja. Thomas Jentscher, Heidenheimer Zeitung, bitte. Frank Schmidt, vor dem Spiel waren ja so die Größenverhältnisse, die Luftkämpfe ein Thema. Wie zufrieden warst du mit dem Verhalten deiner Mannschaft bei den hohen Bällen? Ja, man darf nicht vergessen, es waren unheimlich viele Eckbälle, Standards, offensiv wie defensiv. Klar, gab es mal ein, zwei Situationen, wo man gehofft hat, dass irgendeiner den Ball endlich klärt, aber du kannst nicht alles wegverteidigen. Das ist unheimlich Wucht, Größe. Zwar ist nicht immer groß gleich kopfballstark, aber allein der Anblick, da musst du immer hellwach sein. Das ist einfach so. Klar, ich finde, insgesamt waren es zu viele Standards, die wir natürlich dann gegen uns gehabt haben, weil sowas dann ins Auge gehen kann. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir haben jetzt die meisten Eckbälle in der Liga und auch heute wieder, ich glaube 10 oder 11, ich weiß es nicht genau. Da zeigt einfach auch, dass wir dann auch viel in der Offensive haben. Aber ja, am Ende haben wir das Spiel gewonnen, dann ist man zufrieden. Und ich widerspreche dem Thorsten Ungarn. Wenn es 1-1 ausgeht, dann hätte ich gesagt, okay, jetzt müssen wir den Punkt leben mit dem Fehler. Und so habe ich aber auch erwartet, dass wir, das haben wir auch gegen Dresden gemacht, weiter nach vorne spielen. Aber was Thorsten wahrscheinlich auch meint, ist einfach von beiden Mannschaften einfach nicht aufzugeben, immer weiter nach vorne zu spielen und wirklich dann auch bis zur letzten Sekunde dran zu glauben, das Tor zu machen. Das ist für mich das Entscheidende, das ist für mich das Wichtige. Und man darf nicht vergessen, wir sind ja auch Risiko gegangen. Wir haben Tim Kleindienst rausgenommen, wir haben Dennis Tomalla rausgenommen. Das sind zwei unserer kopfballstärksten Spieler. Aber das zeigt einfach auch, das war mir in dem Moment egal, ich wollte das Spiel gewinnen. Und da war es wichtig, dann nochmal von draußen frisches Blut und auch Qualität zu bringen.